Die richtige Körpersprache ist heute mein Thema. Ich bin Susanne Klein, seit über 30 Jahren selbstständige Kosmetikerin, 4 Jahre davon Mitbegründerin der von Lupin Kosmetik und seit 25 Jahren trainiere ich andere Kosmetikerinnen unserer Branche. Heute ist mein Thema Körpersprache, ja, und einmal vorweg, viele haben ja Angst vor dem Wort verkaufen in unserer Branche, ja. Um Himmels Willen, verkaufen, so als wenn das was Schlechtes wäre. Dabei tun wir alle eins gerne, kaufen. Ja? Also ich kenne niemanden, der jetzt aus einem schönen Geschäft kommt, ja, wo er sich was Tolles gekauft hat und jetzt geheult hat, weil er sich was verkauft hat. Wir kaufen uns was, weil wir uns darüber freuen. Wir tun uns was Gutes. Ja, es macht Spaß, was zu kaufen. Wir kaufen heraus aus emotionalen Gründen, weil wir uns was Gutes tun wollen, weil wir uns belohnen wollen, weil es Spaß macht. Es macht einfach Spaß zu kaufen. So, aber andererseits sagen wir wieder, verkaufen? Nee, das ist ja was Schlechtes. Was natürlich Blödsinn ist, wir verkaufen den ganzen Tag. Du willst, dass deine Kinder irgendwas Gesundes essen, das ist auch schon verkaufen. Du willst, dass dein Mann irgendwas macht, dann musst du ihm das verkaufen. Ja, du willst einen Kredit kriegen, dann musst du dich dem Banker verkaufen. All das ist verkaufen. Ja, und verkaufen macht Spaß. Wir kaufen aus emotionalen Gründen und tun uns das dann danach rechtfertigen vor uns selbst, warum es nötig war. Warum braucht man denn, ganz ehrlich, beste Beispiel ist das Thema Schuhe bei uns Frauen. Brauchen wir wirklich noch ein neues Paar Schuhe? Also ich höchstwahrscheinlich würde mit meinen Schuhen noch die nächsten 10 Jahre auskommen, die ich jetzt schon habe. Und ich hätte mir auch die letzten 10 Jahre wahrscheinlich schon gar keine Schuhe kaufen brauchen und ich habe es trotzdem getan. Ich habe trotzdem mir Schuhe gekauft. Mir ist das sogar einmal passiert, dass ich mir Schuhe gekauft habe, von denen ich dann zu Hause festgestellt habe, dass ich sie schon hatte. Ja, also wirklich kleiner Gag hier mal am Rande, aber es ist halt so. Ja, wir kaufen halt gerne Schuhe und Taschen und was wir dann und Kosmetik kaufen wir halt auch gerne. Und ich habe mehrere Parfüms. Braucht irgendein Mensch mehrere Parfüms? Du kannst dir das schönreden, aber eigentlich brauchst du das nicht. Ja, es würde auch 1 oder 2 Düfte brauchen, aber man weiß es so, wir haben einige Düfte da rumstehen. Kaufen macht Spaß, ja, und deshalb, warum wollt ihr euren Kunden den Spaß nehmen, indem ihr gar nicht erst was anbietet? Ja, es macht Spaß und viele scheitern schon daran, dass sie gar nichts erst anbieten, weil sie denken, dass es was Schlechtes. Nee, ihr bietet nur an. Ja, das ist so, wie, stellt euch mal vor, wenn Anbieten wirklich was Tödliches wäre. Ja, oder wirklich ganz was Schlimmes wäre. Ja, überlegt mal, wer schon mal in seinem Leben, da bin ich natürlich auch nie bei McDonald's, nie, ja, aber einmal war ich da und habe selbst erlebt, ja, wie das so ist, dass die nach jeder Bestellung fragen, nach jeder, ja, zurzeit haben wir noch XY im Angebot, nicht? Oder soll es statt der Kleinen die Große sein, soll es statt dem das Menü sein, ja, die fragen dich Sachen. Und du sagst dann nein, nein, nein. Stirbt die Person deshalb? Nee. Ich möchte nicht wissen, wie oft die am McDonald's-Schalter am Tag ein Nein hören. 1000, 3000, 5000, 10.000 Mal am Tag? Ich glaube, das geht locker. Ja? Stirbt die deshalb? Nein. Macht es der irgendwas aus? Nein. Ja? Oder in einem Restaurant? Die fragen dich ja vorher auch. Darf es vorweg ein Aperitif sein? Nein. Okay. Wir haben heute Tagesempfehlung. Darf es da sein? Nein. Möchten Sie eine Vorspeise? Nein. Ja, möchten Sie eine Nachspeise? Nein. Darf es noch ein Espresso sein? Nein. Ja, also die machen auch, die bieten an, bieten an, bieten an, bieten an. Und selbst wenn du zu denen 5, 6 Mal Nein sagst, das hält die nicht davon ab, dir noch irgendwas anzubieten. Ja, die bieten an. Wir, und es ist sogar so, dass wenn du in einem Restaurant nicht diese Angebote bekommst, würdest du sagen sogar, das ist schlechter Service. Ja, also sind wir mal ehrlich, wenn dir nichts angeboten wird, die legen dir die Karte dahin und dann ja, was darf sein? Und dann wird dir nichts angeboten, dann würden wir danach wahrscheinlich sogar sagen, du hast überhaupt keine Mühe gegeben. Und wenn die jetzt noch zu dem Angebot eine tolle Geschichte erzählen, ja, also heute haben wir einen Nachtisch, den hat meine Großmutter, das ist das Rezept meiner Großmutter, da hat meine Crew heute den ganzen Tag in der Küche gestanden, um das nach diesem Originalrezept in stundenlanger Arbeit nachzubacken. Ja, das ist einmalig.
Ja, da haben wir heute noch 6 Stücke von. Möchten Sie davon ein Stück? Dann sind wir sehr angetan davon und werden höchstwahrscheinlich zu 99% sagen, ja, auch wenn ich satt bin, dann nehme ich natürlich sowas mit Urgroßmutters Rezept, stundenlang gemacht, gibt nur noch 6 Stücke, ja. Mit Liebe gemacht, da sind wir da dabei, das nehmen wir natürlich. Ja, und das finden wir ganz großartig. Ja, so, und warum nicht sowas auch Kunden im Kosmetikstudio anbieten? Kunden werden es lieben. So, und dazu gehört halt Körpersprache. Zu 60% entscheidet darüber eure Körpersprache, ob Kunden Ja sagen zu eurem Angebot oder Nein sagen. Weil stellt euch vor, ich bin jetzt wieder Kellner. Heute haben wir noch einen Nachtisch im Angebot. Es gibt noch 6 Stück. Möchten Sie den haben? Nee, noch besser. Möchten Sie den Nachtisch denn haben? Wir hätten noch einen Nachtisch. Möchten Sie den haben? Wie viele Leute glaubt ihr, würden dann Ja sagen? Ich würde mal meinen, nicht mal 1%. Höchstens aus Verzweiflung, weil sie am Verhungern sind. Ja, aber höchstwahrscheinlich würde jeder sagen, nein, danke. Es ist alles entscheidend, die Körpersprache. Und ob du selber dein Angebot liebst. Ja, und wie du es präsentierst. Also, es gibt dazu Studien, die sagen, 60% entscheidet eure Körpersprache. Und dazu gehört hier Augenkontakt halt zu der Kundin. Offene Sprache, klare Sprache, ja. Kunden anschauen dabei, anlächeln, Energie rüberbringen, Freude rüberbringen. Ja, weil 33% verkauft die Stimme und 7% nur sind die Fakten. Also die Fakten sind das Kleinste. Es ist deine innere Einstellung, deine Körpersprache und deine Stimme, die das, ja. Und jetzt denk mal daran, geht es mal so an, wie ein Restaurantbesitzer, wie ein Kellner, der es liebt, sein Angebot anzupreisen. Also ich sag mal so, ein Gastronom, der nicht begeistert ist von seinen Aperitifs, von seinen Vorspeisen, Hauptspeisen, Nachspeisen und von seinem Cappuccino und Espresso, ja, der wird es auch nicht schaffen. Wenn du das nicht liebst, deine eigenen Speisen, wie willst du denn das verkaufen? Wie willst du denn das anbieten? Und so müsst ihr auch eure Sachen lieben und anbieten. Ja, mit Freude und sagen, hey, ich habe da ein super tolle Behandlung für Sie, die wird genau für Sie passen, ja, aus Gründen A, B, C und ich kann Ihnen versprechen, mega und ihr bringt die Liebe rüber. Immer, ich bin immer rangegangen mit dem Ding, mit dem Mindset, egal wer vor mir steht, die soll hier rausgehen und sagen, sie hat die beste Behandlung ihres Lebens hier bei mir erhalten. Da gebe ich alles für, ich brenne dafür. Hat bei mir auch nie einer daran gezweifelt, dass ich dafür brenne und dass ich Ahnung habe. So, und das ist so einer der Punkte, die ich euch da mal in die Hand geben kann, ja. Und ja, du kannst es Beratung nennen, wenn dir das leichter fällt, oder ein Angebot machen, wenn du das Wort Verkaufen nicht magst. Aber im Grunde genommen ist es so, das ist alles Verkaufen. Alles. Du willst nett bedient werden, wenn du als Kunde in ein Geschäft gehst, dann musst du dich der auch nett verkaufen. Ja, du lächelst sie an, du sagst, könnten Sie mir bitte helfen? Ja, in dem Moment verkaufst du dich, damit du gut beraten wirst. Also wir verkaufen uns den ganzen Tag. Das geht gar nicht anders. Ja, also, wenn wir das schon machen müssen oder wollen, dann mach es doch mit Spaß, mit Freude dabei. Ja, geben und nehmen, Win-Win für alle. Ja, also, bis zum nächsten Video, Beschreibung wieder hier unter. Ja, abonniert den Kanal, gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und ich freue mich, bis zum nächsten Mal. Ciao!